Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder eine Waffe zum Multiplayer. Wir haben sie eigentlich schon mal behandelt, aber wir wollen sie uns jetzt nochmal genauer angucken, denn beim Camo Grind von Platin zu Polyatoma ist mir aufgefallen, dass diese Waffe einfach immer noch insane ist, immer noch ein Alleinstellungsmerkmal hat und irgendwie besser geworden ist. Wir haben dann gefachsimpelt im Stream und im Discord und haben uns gesagt so, hä? Kann das sein? Wurde irgendwie was gemacht? Eigentlich nicht. Es wurde irgendwie nichts Spezielles erwähnt in den Patch Notes, dass die Waschenf angepasst wurde. Aber ja, es ist wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich möglich, denn in den letzten Patch Notes steht so ganz klein am Rande, dass Tuning verbessert wurde. Tuning wurde angefasst mit den ganz kleinen zwei Zeilen und Worten, die meisten nützlichen Tuning-Werte wurden erhöht. Einige schädliche Tuning-Werte wurden verringert. Danke für diese Information auf jeden Fall. Es ist nicht eindeutig, was genau verbessert, was genau verschlechtert wurde. Es fühlte sich definitiv so an. Inwieweit das wirklich prozentual zu bestätigen ist oder nicht, werden die nächsten Tage zeigen von einigen Data-Minern. Ich bin ja sehr gespannt auf die Videos von True Game Data oder Exclusive Ace. Nichtsdestotrotz ist mir dann danach aufgefallen, dass ich die Waffe komplett anders gebaut habe als in dem ursprünglichen Video bei Release. Und da die Waschenf einfach ein Alleinstellungsmerkmal hat, genauso wie eure Kommentare in den Videos bzw. unter diesen Videos, habe ich mir gedacht, es wird an der Zeit, dass wir ein neues Video machen mit neuen exakten Tuning-Werten und einfach einer neuen perfekten Klasse für die Waschenf, da sie einfach die beste MP ist, die ihr momentan spielen könnt. Und wenn wir von MP-Meta sprechen oder Meta in der MP-Klasse, ist es definitiv die Waschenf. Uns das Ganze genauer an. Das ist also die beste Klasse Waschenf. Wie schon in den letzten Videos switchen wir das Ganze. Ihr seht den Screenshot mit den Tuning-Werten und danach meine Erklärung, warum, wieso, weshalb. Es haben sich 4 bzw. 3 Aufsätze geändert, die wir komplett anders spielen. Wir achten auf andere Sachen und wir spielen sie natürlich auch komplett anders als in der Zone. Das ist also die beste Klasse und wir spielen sie hier mit den Outrest-Schaft anstatt den Markev-Schaft so wie vorher, aus dem ganz einfachen Grund, ja, ZV-Geschwindigkeit ist geil, die gucken wir uns auch nochmal im Tuning an, aber Rückschusskontrolle ist eines der Sachen, die die Waffe wirklich extrem stark machen. Wenn die ersten Shots und auch die zweiten und dritten danach knackig im Kopf sitzen, habt ihr einfach eine perfekte Time to Kill und habt das Monster, was ihr haben wollt. Da hier der Outrest-Schaft die bessere Wahl mittlerweile. Im Tuning gehen wir auf besagte ZV-Geschwindigkeit, um halt das zu kompensieren, was wir hier verloren haben, schrauben das auf minus 2,58 und Zielstabilität im Stillstand auf plus 1,63. Bei den Griffen, auch dort sind wir umgeswitcht. Ich habe vorher, und ich spiele es auch in der Zone noch so, mit dem True-Track-Griff gespielt, um einfach ein besseres Sprint-to-Fire und eine ZV-Geschwindigkeit zu haben. Rückschusskontrolle, ja, okay, kriege ich irgendwie gebehändigt, gebändet. Aber man hat da die Möglichkeiten, in die Re-Challenge zu gehen, bessere Deckung zu suchen. All diese Möglichkeiten sind nicht so groß gegeben im Multiplayer. Daher hier auf jeden Fall die Rückstoßkontrolle, das Nonplusultra. Und wir haben nur eine negative Sache, die Zielstabilität, die wir allerdings später mit dem Laser wieder ausbessern. Haben also viel mehr positive Sachen, gerade wenn wir danach ins Tuning reingehen und hier auf die ZV-Geschwindigkeit gehen und Sprint to Fire. Das heißt, wir haben die Rückstoßkontrolle, ZV-Geschwindigkeit und Sprint to Fire nach oben geschraubt und haben nur die Zielstabilität verloren, die wir im Endeffekt mit dem Laser wieder rausholen. Nonplusultra, besser geht's nicht. ZV-Geschwindigkeit minus 0,26 und Sprint to Fire, also nach Sprint-Schusstempo, wie es auch immer jetzt unten erwähnt wurde, auf nur 0,09 im Minusbereich. Alles, was drüber geht, verlieren wir leider zu viele Sachen auch, wenn es nach den letzten Patch-Notes heißt, dass das irgendwie nicht mehr so schlimm ist und die negativen Sachen nicht mehr so krass von den Auswirkungen sind. Wir können das Ganze nicht belegen, also nehmen wir so viel Positives mit, wie es geht und achten weiter auf die Knick- und Knackpunkte und Schwingungen in diesem Kreis, wenig, so wenig wie möglich negative Sachen zu haben. 45 Schussmagazin gibt es, glaube ich, gar keine Diskussion oder Frage, warum, wieso, weshalb. Auch im Multiplayer ist es einfach unersetzlich. Laser, wie schon eingangs erwähnt, nehmen wir den FSS Ole 5 Laser mit, der einfach so gut wie auf fast jeder Assault Rifle wie auch MP der beste Laser ist, den wir momentan mitnehmen können. Bin gespannt, ob der irgendwann Nerf bekommt. Wir haben jetzt ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität und Sprint to Fire. Lediglich der Nachteil, dass der Laser im ZV sichtbar ist, aber auch das ist nicht schlimm, denn wenn der im ZV sichtbar ist, ist der Gegner hoffentlich schon tot.
Wir nehmen also bei der Mündung diesmal den Brünen Pendulum mit. Wir sind da vorher auf ein, zwei andere Mündungen gegangen, um entweder in der Zone auf Reichweite und Schaden zu gehen oder aber um auf Rückstoßdämpfung zu gehen. Hier nehmen wir allerdings den Brünen Pendulum diesmal mit, weil wir das Maximum an Rückstoßkontrolle auskosten und die Waffe so ruhig wie möglich machen, um gerade auch im Strafen und bei den späteren Flicks on point zu sein. Lediglich ZV und Zielstabilität verlieren wir hier wieder. Zielstabilität haben wir jetzt schon ein paar Mal hochgeschraubt und ZV-Geschwindigkeit auch. Im Tuning gehen wir deswegen nicht auf ZV-Geschwindigkeit, sondern weiter auf die Stabilisierung des Rückstoßes und Waffenrückstoßkontrolle mit plus 0,23 und plus 0,32, um einfach das Maximum rauszuholen. Wenn wir nämlich hier das Ganze in die ZV-Geschwindigkeit drehen, verlieren wir extreme Rückstoßwerte und haben eigentlich den Nachteil, den wir nicht haben wollen, und verlieren quasi alles, was wir uns hier aufgebaut haben, was kompletter Bullshit wäre. Daher hier im Tuning das die beste Wahl. Und damit ist die Waschnev fertig. Warum? Wieso? Weshalb? Sie ist die stärkste MP. Es gibt ein, zwei MPs, die natürlich dann auf Midrange oder anderen Sachen rankommen. Wir haben natürlich die Mini-Bag, die ein viel größeres Magazin hat, was es manchmal einfacher macht in gewissen Situationen. Aber on top müssen wir im Multiplayer einfach eingestehen und damit reden, wenn wir von MP, SMG, Meta oder bester Waffe reden in MW2 Multiplayer, dann ist es die Waschnev. In diesem Sinne danke ich euch, wenn ihr ein bisschen geguckt habt. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Denkt an den Algorithmus, fleiß in die Kommentare. Diese Woche gibt es dann hoffentlich noch ein Video zu Al-Masra, zu N2 Waffen dort. Wir haben noch einige andere Waffen in den Pipelines drin, die ich Stück für Stück abarbeite. Und wir haben noch die Strongholds. Wir sind also weiterhin fleißig und ich danke euch. Peace, bis zum nächsten Mal.